Zurück in unsere Wahlsondersendung Wahl 17 mit Klaus-Dieter Gröhler. Er ist Direktkandidat für die CDU in Charlottenburg-Wilmersdorf. Er muss diesen Wahlkreis gewinnen. Er ist nicht auf der Landesliste. Also überlegen Sie ganz genau, ob Sie bei Erststimmen und Zweitstimmen das Kreuz machen. Sie hoffen das natürlich, dass das so wird. Wobei ich mal unterbrechen muss, weil Sie sagen, bei Erststimme und bei Zweitstimme. Viele Leute glauben ja immer, sie müssen mit der Erststimme die gleiche Partei wählen wie mit der Zweitstimme. Ja. Nach deutschem Recht ist das nicht so. Ja. Die Erststimme ist die Kandidatenstimme und die Zweitstimme ist die Parteistimme. Ja, aber wäre doch gut, wenn Sie beide kriegen. Ja, wenn ich beide bekomme, ist das aber auf jeden ganz Fall brauchen optimal. Sie die Erste. Und wenn ich die Erste bekomme, ist das schon sehr gut. Ja, ohne die Erste hilft sie nichts. Genau, richtig. Tegel, will ich nochmal... wollen wir noch mal kurz abschließen. Also der Senat müsste sich damit beschäftigen, sagen die. Er muss aber nicht. Das heißt, der politische Druck ist, wird in Ihren Augen so groß sein, dass er sich damit beschäftigen muss oder sollte. Und dann wird man sehen, wie die anderen Partner sich verhalten. Bund und Brandenburg. Richtig? Ja, nun schauen Sie mal, Michael Müller ist ja nun nicht der stärkste regierende Bürgermeister, wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, und wenn er jetzt wirklich den Fehler macht, wenn die Mehrheit der Berliner sagt, Tegel soll offen bleiben und er das ignoriert, dann glaube ich, kommt er in ein großes Problem rein, weil irgendwann werden die Menschen sich dann von diesem regierenden Bürgermeister komplett abwenden. Gut, das warten wir mal ab, dann diskutieren wir wieder neu. Bleiben wir nochmal bei Ihrem Wahlkampf. Ich habe eben gesagt, welche Themen, Miete, Rente, Flüchtlinge, Frieden. Ist das noch ein Thema? Ja, das ist immer noch ein Thema, weil natürlich zum einen die Menschen sehen, dass es ja keine singuläre Erscheinung war. Mich fragen immer viele, wie soll das auf Dauer weitergehen? Und ich finde, die Fragestellung ist auch immer sehr berechtigt. Und der eine oder andere will ja dann auch immer sehr populistisch mit mir darüber diskutieren und sagt, die Merkel hat damals die Grenzen geöffnet, wo ich dann immer sage, nee, sie hat sie nicht geöffnet, die Grenzen waren offen. Sie hat nur nicht die Bundespolizei runtergeschickt und die Menschen wegdrängen lassen. Das ist ja ein kleiner Unterschied. Aber die Frage finde ich immer gar nicht so spannend und sie wird inzwischen auch gar nicht mehr so oft gestellt, sondern die Leute stellen die weitaus richtigere Frage, wie können wir mit dem Thema auf Dauer umgehen? Weil es war ja eben nicht so, dass jetzt einmal Flüchtlinge kommen und danach ist alles wieder gut, sondern wir haben eben in Afrika inzwischen eine Entwicklung, wo sich viele, viele Millionen Menschen auf den Weg machen wollen und wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass Sicherheit und Wohlstand auch in Afrika ankommt, weil die Menschen sonst dorthin kommen, wo Sicherheit und Wohlstand zu finden ist, nämlich bei uns. Da frage ich Sie natürlich immer aus der Sicht des Wählers, wie denn? Wir können doch nicht in ganz Afrika nun hingehen und sagen, so, da baut mal eine Fabrik hin, ihr kriegt das Geld von uns und macht das mal. Sorgt mal für Beschäftigung. Das klingt immer so gut. Mhm. Ja, Fluchtursachen beseitigen oder bekämpfen. Mhm. Das ist die Armut in Afrika. Genau, und das ist auch kein Thema, was Deutschland alleine schultern kann. Wir haben ja als CDU einen Marshallplan mit Afrika vorgeschlagen, also Marshallplan anlehnend an das, was die USA mal auf den Weg gebracht haben nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, nämlich tatsächlich stabilisieren durch Sicherheit und Wohlstand. So, und ich glaube, es wird nicht damit getan sein, irgendwo mal in Afrika eine Fabrik aufzubauen, sondern sie müssen dort auch Sozialsicherung Systeme etablieren. Sie müssen den Leuten die Chance geben, dass wenn sie krank werden oder wenn sie alt werden, eben nicht dadurch aufgefangen zu werden, dass sie 20 Kinder und 70 Enkel haben, sondern sie müssen eben die Möglichkeit bekommen, dass dann eine Versicherung für sie eintritt. Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Baustein, um wirklich auch Bevölkerungswachstum in Afrika zu begrenzen. Und die andere Situation ist, wir müssen eben für Arbeit und für eine sichere Energieversorgung in Afrika sorgen. Und zwar für eine, die CO2-frei ist. Sonst haben wir ein weiteres Problem beim Klimawandel. Das klingt gut, aber reichen dazu denn unsere Mittel? Sie haben ja richtig gesagt, das schaffen wir nicht alleine. Mhm. Ah, dazu müssen die anderen kommen. Die Amerikaner unter ihrem Präsidenten Trump machen da so eine merkwürdige Politik. Da weiß man nicht so richtig, machen die überhaupt mit? Was wollen die überhaupt? Vor allen Dingen nach der Rede vor der UNO vor ein paar Tagen. Ja? Da kann man sich ja fragen, was will denn dieser Mann überhaupt? Da teile ich Ihre Auffassung, das ist kompliziert. Aber ich glaube, wenn Deutschland zusammen mit Frankreich und mit anderen EU-Staaten, aber auch mit Kanada und dann sicherlich auch irgendwann mit den USA, weil wir sind uns beide darüber im Klaren, höchstens kann Trump 8 Jahre an der Regierung bleiben, vielleicht sogar nur 4. Hätte dann aber noch 7 vor sich. Ja, nun. Das ist noch long time ago. Wollen wir nicht ganz so pessimistisch an der Stelle sein. Ich glaube aber auch, dass die USA auch unter Trump
erkennen, das ist ja eine Regierung in Gänze. Es ist ja nicht hier eine Ein-Mann-Situation. Dass auch die USA in Gänze erkennen werden, das ist auch sie destabilisiert, wenn sie in Afrika Fluchtbewegungen von 40, 50 Millionen Menschen haben. Das hoffen wir mal. Kommen wir mal zurück zum aktuellen Tag. Sie werden am Samstagabend direkt gewählt sein. Am Sonntag, hoffe ich. Am Sonntag, war schon mal eine Zeit voraus. Am Sonntagabend direkt gewählt sein, dann sind Sie wieder im Bundestag, das waren Sie ja jetzt auch. Was wollen Sie denn, in welchen Ausschuss wollen Sie hinein? Worauf werden Sie sich fokussieren in Ihrer neuen Arbeit für 4 Jahre? Also das fällt einem natürlich immer ein bisschen schwer, wenn man direkt Kandidat ist, dass man jetzt schon sozusagen davon ausgeht, was ist denn wenn? Also ich bin da sehr vorsichtig. Ich bin ja im Moment Mitglied des Haushaltsausschusses. Das würde ich gerne bleiben, weil es mir natürlich die Möglichkeiten eröffnet, auch mal den einen oder anderen Euro nach Berlin zu holen. Ich habe jetzt zum Beispiel 2 Millionen Fördermittel für den Neubau einer Schule in Wimmersdorf besorgt, würde gerne auch bei anderen Projekten in meinem Wahlkreis versuchen, mal Fördermittel des Bundes aus Kulturförderung, aus Denkmalmitteln zu generieren. Da muss ich aber jetzt gleich hineinspringen. Machen Sie mal. Da müssen Sie ja gegen das Kooperationsverbot sein. Nein, ich bin nicht gegen das Kooperationsverbot. Also das Kooperationsverbot nochmal für die Zuschauer, weil das ja nun jeder jeden Tag hört, bedeutet ja, dass der Bund zurzeit Maßnahmen der Bildungspolitik in den Schulen der Länder nicht einzeln unterstützen darf, weil Bildung ist Ländersache. So, und ich bin auch weiter fürs Kooperationsverbot, weil es kann nicht richtig sein, dass wir da eine Vermischung der Zuständigkeiten haben. Es gibt 16 Bundesländer und die machen Schulpolitik. Aber das Bundesgeld nehmen Sie trotzdem gerne. Jetzt bringen wir was durcheinander. Für Schulneubau und auch für Sanierung von Schulen hat der Bund gerade 3 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das ist die Hülle. Aber der Bund gibt kein Geld für einzelne Schulprojekte, was ich auch richtig finde, weil sie kriegen sonst eine Vermischung. So, und dass die Berliner Schullandschaft die schlechteste Deutschlands ist, hat übrigens nichts mit dem Geld zu tun, weil Berlin gibt pro Kopf Schülerinnen und Schüler mit am meisten Geld aus. Sondern wir haben zahlreiche Experimente in den letzten Jahren in den Schulen gemacht, die den Schulen nicht gut getan haben. Vor allem den Schülern nicht. Den Schülerinnen und Schülern nicht, den Lehrern auch nicht und den Lernergebnissen übrigens auch nicht. Das ist übrigens das Ergebnis von über 20 Jahren SPD-Bildungspolitik in Berlin. Ja. Also, Sie wollen den Haushaltsausschuss, das war so eine kleine Abweichung, Kooperationsverbot, 2 Millionen haben Sie schon besorgt für den Berliner Schulbau. Kriegen Sie das nochmal hin? Mir würde sehr am Herzen liegen, Geld fürs Schülerschlösschen zu besorgen. Das sagt jetzt nicht jedem was, das ist das älteste Gebäude Wilmersdorfs, was zwar außen denkmalgerecht wiederhergestellt worden ist, aber was innen immer noch komplett sanierungsbedürftig ist. Und da wäre es schön, wenn man Geld aus dem Denkmalfonds bekommen könnte. Das kann man natürlich, wenn man eben für den Wahlkreis wieder im Bundestag sitzt, leichter bewerkstelligen, als wenn man es nicht ist. Und wenn Sie in den Haushaltsausschuss nicht kommen, weil andere Leute sagen, wir haben ja jetzt eine andere Aufteilung, wir haben 2 Parteien mehr, FDP und AfD, neu im Bundestag. Warten wir mal das Ergebnis ab. Ja, immer vorausgesetzt, dass es so nach den Umfragen kommt. Und ja, wo würden Sie denn sonst Ihren Schwerpunkt setzen? Ja, ich bin ja stellvertretend noch im Innenausschuss. Das sind schon eben Themen, die mir am Herzen liegen. Und mir ist eben wichtig, auch Wahlkreisarbeit zu machen. Da kommt es nachher dann gar nicht so sehr darauf an, in welchem Fachausschuss man tatsächlich ist, sondern für die Menschen vor Ort da zu sein, auch außerhalb des Wahlkampfes ein Ohr zu haben, die Bürgersprechstunden zu machen, die Themen der Leute einfach mitzunehmen und innerhalb der Unionsfraktion dann auch an die richtigen Leute zu transportieren. Innenausschuss ist immer verbunden mit innerer Sicherheit. Mhm. Mehr Polizei in Berlin? Oder haben wir genug? Nein, wir haben nicht genug. Wir hatten unter dem rot-roten Senat einen Abbau von über 2000 Polizeistellen. Die Berliner Polizei wird viel, viel schlechter bezahlt als die brandenburgische. Ich habe ja all meine Polizeiabschnitte besucht. Und das Erste, was mir die Polizisten immer gesagt haben, war, wir kriegen mehrere tausend Euro weniger als die Kollegen in Potsdam oder in Falkensee. Das kann doch nicht richtig sein. Und das verstehe ich. Da muss der Berliner Senat ran. Und das andere Thema ist, wir brauchen nicht nur mehr Polizisten, wir brauchen auch eine bessere Sicherheitstechnik. Sowohl für die Polizisten selbst. Das betrifft zum Beispiel die Ausstattung mit Laptops in den Funkwagen, weil zurzeit die das alles noch händisch aufschreiben, wie 1970. Tja. Und wir brauchen an bestimmten man Orten... Man wundert sich manchmal. Genau, man wundert sich. Man glaubt manchmal gar nicht, dass wir in der Bundeshauptstadt eines der industrialisiertesten Länder der Welt sind. Und wir brauchen mehr Videotechnik an gefährlichen Orten in Berlin. Da gibt es jetzt ein Volksbegehren, was jetzt die Unterschriften auf den Straßen sammelt, getragen vom früheren Neuköllner Bürgermeister Stichwort Heinz Gesichtserkennung. Buschowski.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Gesichtserkennung ist zurzeit ein Projekt, was die Bundespolizei am Bahnhof Südkreuz durchführt, als Feldversuch. Aber es geht bei der Videotechnik in Berlin darum, an 50 gefährlichen Orten Videokameras zu haben, die zur Polizei aufgeschaltet sind, um Straftaten dort tatsächlich von Anfang an zu unterbinden. Also Innenausschuss, Haushaltsausschuss. Und wenn das nicht klappt, noch eine dritte Variante? Also garantiert nicht den Landwirtschaftsausschuss, weil ich habe keinen Bauern im Wahlkreis und da wäre ich sicherlich fehl am Platz. Ja, aber vielleicht haben Sie deswegen eine ganz neutrale Sicht auf die Dinge über den Brotpreis oder Weizenpreis und so. Aber jetzt lassen Sie mich erst mal wieder in den Bundestag reinkommen. Ich finde, ja, man sollte das Bären des Fells immer erst dann zerteilen, wenn er tatsächlich erliegt. Das Fell des Bärens verteilen wir erst, wenn wir ihn haben. Genau. Ja, der Sonntag wird hart werden. Was machen Sie denn am Samstag? Gehen Sie denn schlafen den ganzen Tag oder nochmal Wahlkampf? Nein, am Samstag bin ich nochmal 10 Stunden wirklich auf der Straße. Ja. Es gibt ja immer noch Leute, die unentschlossen sind. Es gibt auch immer noch Leute, die eben nicht den Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme verstehen. Und ich werde im Wahlkreis an ganz vielen Orten nochmal präsent sein, um mit den Menschen zu reden, um auch den, der noch nicht ganz überzeugt ist, vielleicht dazu zu bewegen, mich zu wählen. Plakate von Ihnen gibt es ja nun genug. Große und kleine, eine ganze Menge. Ja, und da haben Sie auf einem Plakat so eine kleine Tolle, so eine blonde Tolle. Da sehen Sie, wie manche sagen, sehr jung und dynamisch aus. Oh, danke schön. Er ist so. Wir haben es heute erlebt. Klaus-Dieter Gröhler ist jung und dynamisch und er will wieder im Bundestag. Erststimme, ja, ist wichtig für ihn. Zweitstimme auch, aber ohne Erststimme wird nichts. Weil er Direktkandidat ist, also überlegen sich nicht taktisch und so hier, sondern Erststimme Klaus-Dieter Gröhler. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Kämpfen Sie noch? Wie viele Stunden haben wir noch? 72? Irgendwie sowas, ja, genau. Und dann Tag des Schwurs, Tag des Kreuzes. Ja? Gehen Sie wählen, das ist das Allerwichtigste. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns morgen nochmal wieder mit Mechtel Drawert. Das ist denn die letzte in unserer Reihe der Wahlsondersendung. Am Samstagabend nicht. Und wir sind am Sonntag da mit unserer Wahlsondersendung ab 16 Uhr bis ungefähr Mitternacht am Sonntag. Ganzen Abend hier aus dem Studio Analysen und Gespräche. Bis dahin, danke und tschüss.